Ja, um unsere Liturgie feierlich zum Erklingen zu bringen, um die Gemeinde im Gemeindegesang zu unterstützen und um die großen Werke der Kirchenmusik zum Erklingen zu bringen, zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Ja, unsere Orgel war jetzt 2 Jahre bei der Orgelbaufirma Kleis in Bonn in der Werkstatt und zunächst galt es mal, die Orgel auseinanderzunehmen und auf Spurensuche zu gehen. Wie war es denn so 1747 und 1783? Und damit hat man sich eingehend beschäftigt und ist jetzt so weit, dass man die Orgel wieder in einer Verbindung aus alt und neu zusammenstellen kann und hier bei uns in der Stiftskirche in der ehemaligen wieder aufbauen kann. Ja, jetzt stehen noch die nächsten Schritte, sind das Gehäuse zu reinigen, alles wieder schön herzustellen, die neuen Teile auch anzupassen an das alte Gehäuse. Dann auch der Fußboden drumherum wird noch schön gemacht und dann kommen die Pfeifen auf ihren Pfeifenstock und werden intoniert. Ja, das Besondere an dieser Orgel ist sicherlich die Zeit um 1783. Wir befinden uns in der Phase des Spätbarock, Übergang zur Klassik und in dieser Zeit, in dieser Epoche gibt es noch sehr wenige Orgeln in diesem Format. Am meisten freue ich mich auf den Klang in dieser wunderbaren Akustik der Kirche. Bin ganz gespannt, wie die Orgel, die einzelnen Register dann klingen werden. Ja, wir wollen unsere Orgel natürlich vielfältig einsetzen, sowohl im Gottesdienst als auch in Konzerten. Orchestermessen mit Orgeln natürlich, aber auch Orgelkonzerte, auch Orgelmatineen, vielleicht am Morgen, halbe Stunde, immer mal wieder sowas anbieten, eben an kirchlichen Stücken auf der Orgel und vor allen Dingen auch in Bezug auf unsere Chöre, dass die Orgel da ein treuer und guter Begleiter wird. Witz. Musik wird oft nicht schön empfunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden. Ja, wir freuen uns natürlich über zahlreiche Unterstützung, vor allen Dingen finanzieller Art. Wir haben einen Gesamtbetrag von 700.000 Euro zu stemmen. Dafür haben wir schon sehr viel Förderung erhalten. Ein Restbetrag bleibt aus und wenn Sie möchten, können Sie gerne auf folgendes Konto einen Betrag überweisen. Wir werden auch Pfeifenpatenschaften ins Leben rufen, wenn Sie interessiert sind, eine sichtbare Pfeife außerhalb der Orgel, sprich in dem Prospekt, was man dann später sieht, von unten eine Pfeife da ersteigern zu wollen, dann können Sie sich das auch sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf pv-rottenbuch.de und vielen Dank schon mal im Voraus. Sing mal. Mein ganzes Herz erhebet dich, vor dir will ich mein Loblied singen und will in deinem Heiligtum, Herr, dir zum Lob mein Opfer bringen.